Hi, Plattenfreunde, Guido hier. Ja, es tut mir nochmal echt leid. Das kann ich echt nicht so irgendwie sitzen lassen. Das war ja schon wieder eine verkackte Kameraperspektive. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Manchmal stehe ich denn da und denke mir, ja, ich muss jetzt einfach mal irgendwas machen und ziehe das dann irgendwie durch, egal ob das Sinn macht oder nicht. Und das macht natürlich keinen Sinn. Da muss ich euch total recht geben. Was heißt, muss ich euch recht geben? Ihr habt ja gar nichts gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass das einfach total bescheuert war. Weil das sieht einfach kacke aus. So ist das letzten Endes. Das soll so nicht sein. Habe ich mir nicht so gedacht. Und wollte ich auch letzten Endes so nicht. Ne? Also da müsst ihr mit leben. Tut mir leid, tut mir leid. Ich werde das immer wieder versuchen, das ein bisschen professioneller zu gestalten. Was mir natürlich nicht besonders leicht fällt, weil es ist ja nicht so professionell, wie wir uns das gerne wünschen. Ist ja das falsche Wort, aber so wie wir uns das vorstellen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Ja, ich hoffe, euch geht es erstmal gut. Das ist ja das Wichtigste erstmal so, dass ihr irgendwie Fun hattet und einen schönen Tag hattet und so. Hier geht alles gerade Land unter oder so. Ich komme zu nix. Letzten Endes hänge hier nur noch irgendwie durch. Hab mal wieder ein bisschen Gitarre gespielt und diese Geschichten so. Aber das sind so Schwanks aus meinem Leben. Wen interessiert das schon irgendwie, ne? Ich dachte, ich mache mal eine kleine Plattenkiste irgendwie so, um das letzte Mal wieder ein bisschen gut zu machen. Das war ja, ging ja gar nicht und deswegen dachte ich mir, machen wir einfach noch mal ein bisschen was oder so. Ne? Dazu würde ich sagen, stapel ich noch mal ein bisschen aus meinem Regal. Sagte ich nicht ganz richtig, aber so ungefähr. Nicht stapel raus und gucken wir mal, was wir das machen. Das hier einfach eine Variante. Ne, also ich bin ja hier immer so gut angelangt, fallen auch mal hier. Ich nehme einfach mal, oh Gottes Willen, einen richtig fetten Stapel hier wieder rausgezogen. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles schaffen irgendwie so. Ne? Und schauen wir mal, was wir hier so irgendwie an Platten haben. Das ist ja immer wieder toll. Ne? Ich höre gerade übrigens sehr schön, das ist ganz toll. Unten wieder ganz andere Musik, irgendwie sowas. Ne? Ich habe jetzt viel Pink Floyd wieder gehört oder so. Macht auch Spaß. Das kann man auch toll mit Gitarre begleiten und irgendwie diese Geschichten. Schön. Ne? Ja. Aber hier haben wir auch gute Platten. Grauzone. Ja, Grauzone. Schweizer Band. Die kommen aus Schweiz, die Jungs. Und waren im Prinzip, ja, würde ich sagen, ja, also mit die Wegbereiter der neuen deutschen Welle. Das muss man ja schon so sagen, weil Eisbär haben wir alle gehört damals. Ne? Eisbär und Film. Film 2 ist sogar hier drauf. Ne? Film 2, das war auch tierisch geil. Ne? Die hatten so richtig stampfenden New Wave Beat irgendwie so dazu, diese Texte drauf, irgendwie sowas. Das hat wunderbar funktioniert. Urs Steiger war einer der führenden Leute hier, wenn ich das so richtig lese. Ich kenne jetzt Urs Steiger nicht wirklich. Aber an Eisbär bzw. an Grauzone bin ich nicht dran vorbeigekommen. Und habe, glaube ich, auf jeden Fall Eisbär als super duper Maxi-Version. Die fliegt irgendwo rum. Und natürlich auch ihre wunderschöne Debüt, obwohl ich weiß gar nicht, ob sie wie so viele Platten hatten. Ich glaube, die hatten gar nicht so viele Scheiben. Zwei, wenn es überhaupt hochkommt oder sowas. Ne? Auf jeden Fall, das ist das Debütalbum Grauzone. Schöne Sachen drauf. Eisbär selber hier nicht drauf. Das war nochmal eine extra Single-Auskopplung, wollte ich gerade sagen, eine Auskopplung gewesen oder was. Das gab es, glaube ich, nur als Maxi-Version. Das war da auf keine LP drauf vertreten, wenn ich nicht irgendwie richtig weiß oder so. Das ist aus dem Jahre 1981. Geile Platte. Natürlich. Was erwartet ihr, ne? Geile Platte. Ich stelle es mal hier hin, vielleicht kann man es auch ein bisschen erkennen. Wer weiß, ne? Ja, das ist natürlich auch super toll, ne? Billy Cobham and George Duke Band. Ne, und das ist nämlich eine Live-Platte des Wahnsinns-Duos. Ne? Kennen wir ja alle, also Solo, Koppeln gerade übrigens auf Tour. Ich meinte gelesen zu haben, jetzt irgendwie nächsten Monat in Hamburg. Ne? Nicht nur gibt es ein bisschen Slack, ne? Das kommt durch Slash, der war nämlich auch gerade da. Ja, da wäre ich auch gerne gewesen, aber war ich nicht. Schlagzeug Deluxe, natürlich. Ne? Koppeln ist ja wirklich eine Granate. Und George Duke, ein Tasteninstrument, natürlich auch wunderbar. Und das ist natürlich ein super duper Trio. John Scofield hat da irgendwie, Scofield irgendwie ein bisschen hier mitgemacht gehabt. Und natürlich Alfonso Johnson an den Bass. Super Truppe als Live-Platte hier irgendwie live on Tour in Europe. Und ist auch, glaube ich, irgendwie überall aufgenommen worden, wenn ich nicht täusche. Also die waren auch hier in Köln. Wo waren sie hier? In Hamburg? Ich mal gucken. Amsterdam, Brüssel, Paris. Ja, nicht mal in Hamburg gewesen, die Jungs. Unglaublich. Nur als einzige deutsche Dings war Cologne in Germany hier. Ne? Aber ansonsten überall in Europa vertreten. Geile Scheibe. Geiles Cover, finde ich letzten Endes. Geile Scheibe für alle, die so ein bisschen Jazzrock-mäßig dabei sind und darauf stehen. Okay, das muss ich wieder alles anders machen hier. Das fällt jetzt schon um. Okay, packen wir es auf den großen Stapel.
und machen das so. Mein Gott, das ist aber jetzt hier irgendwie auch alles sehr kompliziert schon wieder. Das geht ja schon wieder gut los, liebe Leute. Ne? Geil, Soul Sonic Blowfly. Blowfly, the hardest funk and rap ever. Funk You heißt das Ding, Volume 4. Das glaube ich sogar irgendwie eine farbige Pressung. Ich glaube, die ist gelb, wenn ich mich nicht täusche. Yes, die ist gelb. Und das ist natürlich total schräges Zeug, ne? Weil Blowfly im Prinzip für seine Texte bekannt ist, weil der sexistische geht's nimmer mehr. Der haut wirklich alles raus. Ne? Das hat schon pornografische Ansätze. Nichtsdestotrotz, super. Also Soulfly ist natürlich jemand ganz anderes. Blowfly, geil. Geiler Funk and Soul. Also ich glaube, die ganze Scheibe selber gibt es ein paar Sachen. Also zwei, drei Dinger sind richtig gut. Funk or Die oder Funk You, ich glaube, die waren relativ gut. Zwei, drei Sachen sind auch so ein bisschen, wo man schon sagt, so, oh, Alter, das muss ja auch nicht sein. Und natürlich so Porno Blowfly passt wunderbar. Millie Jackson. Millie Jackson sieht nämlich auch so aus, wenn sie in den 70er Jahren nichts anderes gemacht hätte. Ist aber auch eine coole Socke. Definitiv einzuordnen in der Disco-Ära. Ne? Ich finde sie fast schon ein bisschen besser als Donna Summer zu ihrer Zeit. Sie hat coolen, fast Hip-Hop gesagt, ne? Aber das ist Disco-Soul gewesen, ne? Disco-Funk and Soul. Ne? Feeling Bitchy heißt die Scheibe und das ist auch ein bisschen Feeling Bitchy. Und da waren gute Sachen drauf. Hier gibt es nämlich zum Beispiel All the Way Lover. Ich glaube, das war irgendwie so ein 8-Minuten-Stück oder so, so ähnlich wie Love to Love Your Baby. So in der Richtung geht das auch. Und das ist eine geil produzierte, sieht ja fast so aus wie Donna Summer, wenn man das hier so sieht. Geil produzierte Scheibe. Und die klingt richtig gut und die ist aus dem Jahr 1977. Und ich meine, bitteschön, das sagt ja auch schon wirklich alles. Ne? Feeling Bitchy. Blowfly. Da komme ich gar nicht mehr hinterher hier. Können wir mal so machen, geht auch, ne? Das war doch mal Blowfly und hier hinten ist immer mal Feeling Bitchy. Hin, ne? Und zu diesen ganzen Sachen gesellt sich etwas Heavy Rock, yeah! Geoff Tate, auch erst vor kurzem hier in Hamburg gewesen, mit seiner Band, nicht Queensryche, sondern Geoff Tate's Operation Mindcrime Nummer 3. Die haben sich ja auch alle verstritten und auch die dürfen sich nicht mehr Queensryche in dem Sinne irgendwie nennen, sondern immer nur noch mit Namenszusatz. Ne? Nichtsdestotrotz, Geoff Tate, einer der großen deutschen Heavy-Sänger überhaupt, ausgebildete Opernstimme und eine traumhafte Platten, Operation Mindcrime, so kennt ihr wahrscheinlich alle, wunderbare Longplayer gemacht damals. Und das ist eigentlich, glaube ich, eins der ersten, das Debüt, glaube ich, auch wenn ich mich täusche, The Warning. The Warning von Queensryche. Geoff Tate, glaube ich, erst mal vor kurzem, der sieht jetzt gerade zur Zeit auch die Pink Floyd-Dinger nach. Ja, ich meinte ihn letztens irgendwie so, da gibt eine DVD oder irgendwie sowas, wo ich glaube, komplette Pink Floyd-Alben drauf vertont wurden. Mit einer Band, irgendwie klassisches Orchester und all so ein Zeug. Und Geoff Tate an den Vocals. Also sehr interessantes Teil. Ne? Und das ist auch schon klasse. Also Warning ist natürlich auch eine schöne Platte gewesen, keine Frage. Take Hold on the Flame, auch hier, wie kennen wir auch alle, haben wir auch früher alle. Wunderbar zu abgehottet. Geile Scheibe, Queensryche. Oder hier noch ein toller Folie. Freut mich auch mal sowas, freut mich auch mal ganz besonders. Das zeigt auch, dass ich auch manchmal anständig mit meinen Platten umgehe. Kommt mir auch nicht mal vor, ne? Spider-Man! Yes, man! Aber das ist ein Hörspiel. Ja, aber das ist so ein geiles Hörspiel letzten Endes, muss man auch sagen. Hier aus der Peggy-Reihe, aus der Original-Fernsehserie damals. Allein die Bilder sind schon echt der Hammer hier. Muss man sich mal reinziehen oder so. Und das ist natürlich eine schöne, schöne Hörspielplatte, die hier aber nichts zu suchen hat. Die gehört nämlich nach unten in Arons Plattenecke. Da wird er sich eines Tages drüber erfreuen, der gute kleine Junge. Deswegen packe ich sie mal immer hier hin. Und die kommen auch. Stray Cats, yes, Brian Setzer on Guitar, man, great Rock'n'Roll, punky, funky hier, ne? Was reden wir für Scheiß? Klasse. Stray Cats natürlich, Ami-Band, keine Frage. Hat es auch nicht lange gegeben, glaube ich, irgendwie so die Stray Cats. Obwohl, das ist totaler Quatsch. Nein, die sind auch wieder dabei. Letztes Jahr. Oder dieses Jahr? Nee, in 18 noch auf Tour gewesen, glaube ich. Und ich meinte, gelesen haben, 19, 92 kommt eine neue Platte raus von Stray Cats. Die haben sich eine Zeit lang getrennt.
jeder hat so seine eigene Wege hier. Brian Setzer Orchestra kennt man ja alles irgendwie so, ne? Da haben sie jetzt wieder zusammengetan. Coole Rock'n'Roll Punky Band, also definitiv. Muss man mal gehört haben. Also ich bin jetzt nicht so der Rock'n'Roll-Heini, aber die Jungs machen gut Stimmung, definitiv. Und Stray Cats, waren ja, damals war ja irgendwie Brian Setzer and the Cats, the Tom Cats oder irgendwie sowas, dann wurden sie irgendwie die Stray Cats. Ne? Vorband hier damals noch von Stones und all sowas gewesen. Ne? Dann immer hier Lorelei überall gespielt und große, große Konzerte gemacht. Und da sind die richtig abgegangen, die Jungs. Ne? Also coole Band. Blast Off heißt die Platte. Und die bläst dir auch alles weg, ne? Definitiv. Schönes Teil. Oh, Baby, jetzt geht's richtig ab hier, ne? Yes, sir, I can boogie. Und sorry, I'm a lady. Unsere spanischen Importe hier irgendwie so, die hier alles zum Besten trällern, ne? Unglaublich schlecht. Aber, hat man früher gehört. Tut mir leid, echt. Wann war das? 77 auch, also ähnlich wie bei Millie Jackson, obwohl die natürlich eine ganz andere Klasse hat, wurde hier damals in der internationalen Hitparade und was weiß ich nicht, wo noch überall gespielt. Und auch in der Disco wurden die Dinger gespielt. Auch heute noch, glaube ich, ne, hier auf den Ü90-Partys, so wie die auch mal alle heißen. Ne? Yes, sir, I can boogie. Fällt mir nichts mehr zu ein, aber wurde gespielt, ne? Und Sorry, I'm a Lady auch. Ne? Ich weiß, den Rest kenne ich jetzt irgendwie nicht so wirklich. Das ist im Prinzip Modern Talking als weibliche Gegenstück in seiner Zeit. Ich schätze mal, dass Dieter Bohlen von der Truppe echt abgekupfert hat. Ja, gut, okay. Und noch was ganz Altes, nämlich Buckley James Harvest. Ne? Buckley James Harvest kennen wir alle. Die haben ja auch wirklich ihre Hymnengeschichten, alles da irgendwie gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Haupt-LP heißt. Habe ich auch irgendwo hier rumfliegen oder... Das ist eine relativ frühe, würde ich sagen. And Other Short Stories. Müsste auch Anfang der 70er sein. Kann ich jetzt nicht ganz so schnell lesen. Wenn ich mir so die Frisuren alles angucke oder so, ist es definitiv 70er, Anfang der 70er. Und ja, Medicine Man auf jeden Fall. Hier ist ein Begriff gewesen, das Ding. Das hätte man auch noch irgendwie ein paar Mal gehört. Das war es noch. Mehr Kane, ne? 1971. Ja, ne? War okay. Hat man auch früher gern zu geschwurft. Da nannte man das Schwurfen. Heute, wenn du sagst, warum wir schwurfen, dann lachen die alle aus. Ne? The Blues Band. Ready? Yes, ready. Englische, auch so ein bisschen Punk. Ist das Punk-Rock gewesen? Punk-Blues? Punk? Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Also Paul Jones als Haupt, der war ja sehr charismatisch, weil der im Mundharmonika gespielt hat und dazu gesungen hat. Die haben schon ordentlich einen reingeknallt. Was die jetzt so noch genau alles gemacht haben, weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist das The Blues Band 2, also definitiv die zweite Platte. Ja, viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, dass sie es schon drauf hatten, definitiv. Ne? Blues Band. Ihr seht schon, ich ziehe das heute richtig professionell durch. Also unglaublich, ne? Jo, das ist sehr bombastisch hier. New Triumvirat, Pompeii heißt die Platte, ne? Kurt Kress, Jürgen Fritz, Barry Palmer und Dieter Pillereit. Alles bekannte deutsche Namen natürlich irgendwie so. Und Triumvirat waren es ja damals. Das war so die erste, ja, wie nennt man das? Das ist auch so ein bisschen, ja, so für wie sagt man die Musikrichtung, das nennen Eloy. Hatten wir letztes Mal ja schon, das war ja eher so ein bisschen die Art Rock-Geschichte. Das ist eher so ein bisschen, also Psychedelik kann man es auch nicht nennen. Kran war wieder ein bisschen eher spaciger, irgendwie so, ist so ein bisschen schwer jetzt einzuordnen. Wie soll ich jetzt, was soll ich jetzt zu Triumvirat sagen? Ist eine gute deutsche Rockband mit leichten psychedelischen Neo-Einflüssen oder irgendwie sowas. Ne? Das klingt jetzt irgendwie total bescheuert. Weiß auch nicht, ob das in irgendeiner Form hinkommt. Aber Triumvirat war ziemlich cool. Und das ist ja halt New Triumvirat. Das heißt, das ist nochmal ein oben drauf gesetzt. Warum auch immer. Warum das war, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, warum die jetzt New Triumvirat heißt. Hallo. Eddie Taylor, Mother Music. Ja, und da komme ich da wieder ein bisschen durcheinander. Definitiv. Weil das ist jetzt wieder, es gibt ja Eddie Taylor,
Steve Taylor, das war ja eigentlich ein Gitarrist. Warum hat er jetzt ein Saxophon? Eddie Taylor. Bin ich jetzt ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Günter Gebauer, aha. Kurt Kress, ah ja, alles klar, okay. Das ist eine deutsche Produktion hier. In München, aus München. Mother Music, er spielt auf jeden Fall Saxophon, definitiv, und ist nicht der Blues-Gitarrist Eddie Taylor, weil hier spielt Stefan Dietz und Mads Björklund die Gitarre. Günter Gebauer den Bass und der gute Kurt, der auch hier bei Triumvirat natürlich getrommelt hat, der trommelt hier auch mit drauf. Also definitiv ist das ein anderer Eddie Taylor, nämlich der Saxophon-Eddie Taylor. Ansonsten kann ich da auch nicht allzu viel zu sagen. Dadurch, dass Kurt Kress und Günter Gebauer da irgendwie mitwirken, denke ich mir, ist es eine relativ gute Mischung von cooler Musik. Super gesagt, ne? Wenn man keine Ahnung hat, ist das immer die beste Art, das irgendwie abzubügeln. So unauffällig drumherum quatschen. Ist super. Chicorea. Verschlossen. Warum nicht? Ne? Ihr habt mal wieder eine Chicorea-Platte gefunden hier, die noch nicht mal geöffnet wurde. Ja, sowas mag ich ganz besonders gerne. Da zeigt es einem wieder, dass man doch irgendwie einen Schaden hat. Weil ich höre Chicorea eigentlich relativ gerne. Und warum das Ding jetzt noch verschlossen ist, dass ich noch nicht mal angehört habe, kann ich auch nichts dazu sagen. Weil hier sind auch noch gute Musiker drauf, das kommt ja auch noch damit bei. Ne? Das ist nämlich Chicorea and the Electric Band. Und die Electric Band ist niemand anderes als Dave Weckl an den Drums, John Patitucci an den Bass und nochmal hier irgendwie Frank Gamble an der Gitarre, der richtig loslegt letzten Endes. Ne? Und natürlich der gute Tastenmann Chicorea. Eye of the Beholder heißt die Platte. Digital Remastered und noch nicht ausgepackt. Ne? Okay. Dann könnte ich das ja mal bei Gelegenheit machen. Schöne Chicorea Jazzrock vom Feinsten. Oh, okay. Und hier haben wir auch noch was ganz, ganz Schönes. Und zwar, was haben wir denn hier? Ne? Ralf Hüttner und Karl Billers. Ne? Kraftwerk. 1, 2, 3, vierte Platte oder sowas, glaube ich, mittlerweile schon. Radioaktivität. Ne? Auch natürlich komplett elektronisch eingespielt, das Ding damals. Es gibt auch noch eine englische Version, Radioactivity. Irgendwie so radioaktiv, die war richtig, Radioactivity war richtig in den Charts, volle Pulle, in Frankreich und überall, in den Charts, voll vorne mitgewirkt irgendwie so. In Deutschland weiß ich gar nicht ganz genau, natürlich auch, aber ich glaube am bekanntesten war sie echt in England und in Frankreich als Radioactivity. Ne? Kraftwerk ist natürlich super. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden, eine geile Scheibe. Kennen wir auch alle, haben wir wahrscheinlich auch alle. Leider, ich glaube, wir waren gab es ja mal den Aufkleber mit bei. Der ist leider nicht mehr mit dabei. Da hätte ich mich natürlich drüber gefreut, wenn der schöne Aufkleber auch noch da gewesen wäre. Bitteschön. Kraftwerk. Radioaktivität. Schönes Platte, schönes Platte, schönes Platte. Schönes Platte. Ja. Yeah, Schallplatten am Tresen kommt jetzt hier. Das ist natürlich auch witzig. Und zwar ist das WX Ultimate Experience und da gehen wir jetzt definitiv in die Goa-Ecke. Goa, habe ich ja auch gerne gehört, so Goa-Scheiben und das ist auch eine richtig geile Ultimate Experience aus dem Jahre 97. Reine, kein Mensch, der Chris Cliven, RX Heaven und Pete Martin hier, die hier die Keyboards und die Sampler bedienen. Remix for Disco Volante, UK Mix, keine Ahnung, was das jetzt hier alles ganz genau ist. Drei Platten drin oder irgendwie sowas. Vollgepackt mit abgedrehter Drogenmusik. Goa Party. Schön finde ich hier Schallplatten am Tresen. Das ist nochmal der schöne Aufkleber. Schallplatten am Tresen. Witzig. Habe ich hier mal eine Zeit lang gerne gehört. Mittlerweile, das kannst du ja nicht so an wie, ne, einfach so kannst du ja das auch nicht reinziehen. Das geht natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich auch richtig geil hier. Das Cover ist dann schon so richtig schön. Und zwar ist es The Best of Soul. Ne? Schöne Sachen natürlich. Buckhay Spy, hier Otis und Carla, Percy Sledge, Wilson Pickett, King Curtis, also Aretha Franklin. Ein bisschen alt alles schon. Also ist wahrscheinlich auch irgendwie schon Anfang der 60er das Ding hier oder so aus dem Deutscher Schallplattenclub hier noch irgendwie. Schöne Platte. Schönes Cover auch vor allem. Finde ich cool.
Könnte ich mir mal anhören. Liegt auch irgendwie lange, lange schon irgendwo rum. Schön. Ronnie James Dio. Yes, unser Ronnie James Dio. Cooler Heavy Rock, Heavy Metal. Ja, Heavy Metal kann man schon auch ein. Ronnie natürlich auch einer der ganz großen Heavy Metal Sänger. Agent Vandenbecker ist fast, der ist ja bei Whitesnake. Wie heißt der nochmal jetzt hier, der Gitarrist? Vivian Campbell an der Gitarre. Jimmy Balm, ich kann es kaum lesen hier. Irgendwie so. Keine Ahnung. Natürlich Rock'n'Roll Chillion, King of Rock'n'Roll, hier auch ein ganz großer Hit gewesen. Hungry for Heaven. Geile Scheibe. Neben Ozzy, Ronnie James Dio. Natürlich einer der ganz, ganz großen 80er Jahre Heavy Metal Stars. Und nochmal als letzte Platte auch nochmal was schönes, souliges, schon leicht angefangtes oder so. The Fifth Dimension, The Magic Garden heißt das Teil. Und das ist auch eigentlich eine relativ geile Platte, wo ich nicht allzu viel zu sagen kann. Bis auf, dass sie auch importiert wurde aus England, gehe ich mal zumindest mal aus. Limited. Johnny Rivers, Hal Blaine, Larry Kenny, kenne ich jetzt nicht, überhaupt nie einen von. Lamont, L.A. Moore, nee, keine Ahnung. Aber waren gut, klar. Gute Scheibe. Kriegt man auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht alle Tage oder irgendwie sowas, ne? The Five Dimension, Magic Garden. Nochmal, ich weiß, dass sie relativ soulig war. Hatte auch ansatzweise gute Grooves drauf. Passt in meine Plattenwelt. Ne? Bitteschön. Letzte Platte. Komm, das hat ja richtig gut geklappt. Hoffe ich doch zumindest. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Guck es mir natürlich auch vorher nie an. Ich mache das jetzt einfach so, zack, dann wird es hochgeladen. Und wenn das kacke war, ja, oder habt ihr Pech gehabt und ihr sowieso, weil dann müsst ihr den ganzen Mist immer irgendwie angucken. Manchmal klappt das ja auch ganz gut, dann kommt auch was Schönes bei raus. Vielleicht war es ja mal wieder eine so eine Sendung, die mal wieder ein bisschen flotter und hübscher war. Okay, das war es letzten Endes. Ich mache jetzt auch gar nicht mehr so viel Wind drumherum. Ich freue mich immer wieder und morgen auch noch und irgendwie sowas. Und let's go, am Wochenende naht und hört schöne Musik, liebe Leute. Und lasst euch gut gehen und Peace raus an alle. Tschüss.